Ich dachte, das wäre ein anderes Bild, was hier aufgeht. Hä? Okay. Das habe ich. Das hat mich jetzt gerade wirklich ein bisschen verwundert. Ich dachte, das ist wieder das Bild da hinten. Was wir schon mal angezaubert haben. Hey Harry! Hast du 25 Bohnen gesammelt? Ich dachte, die Bohnenmafia lässt uns irgendwann mal in Ruhe. Ein paar Experimente. Gute Arbeit, Harry. Du hast uns jetzt alle Bohnen gebracht, die wir brauchen. Hier hast du eine Bildkarte. Ich hoffe, du hast sie noch nicht. Was würdet ihr machen, wenn ich sage, ich habe die schon, ha? Und vergiss nicht, du weißt nichts über unser Vorhaben. Es ist unser Geheimnis, okay? Okay. Dafür bitte 10 Bildkarten. Ich muss jetzt gleich nochmal gucken, ob das andere Bild auch aufgeht. Das wäre aber ganz schön blöd. Weil ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass das Bild zweimal aufgeht zum Zaubern. Es kann natürlich auch sein... Nee, okay, geht nicht. Dass ich das entweder mit dem verwechselt habe oder dass wir hier zu einem späteren Zeitpunkt nochmal langkommen. Und ich bin eigentlich fast damit, dass wir nicht nochmal langkommen. Da habe ich das bestimmt mit dem Bild verwechselt. Hä? War hier nicht gerade eine Bohne? Spielraupen, meine Bohnen. Gryffindor, was? Mach Platz für eine Slytherin. Ich renne dich gleich um, da hast du genug Platz. Naja, gut. Hi, Won. Wir haben jetzt Zaubertrankunterricht und wir sind schon sehr spät dran. Kann ich denn nichts dafür, wenn Kribble seine Todesaufgabe da macht und mich da 10 Stunden behält? Dankeschön. Okay. Hallöchen. Eine Bildkarte. So, aber jetzt. Wir können ja gleich mal gucken, wie viele Karten wir schon haben. Wir haben jetzt mittlerweile fast 5 Seiten voll. Okay, das heißt, das Spiel geht nicht mehr allzu lang. Oh, ist auch nicht so schlimm. Bis jetzt macht es ja sehr viel Spaß. Ist hier noch was? Nö. Gut, dann gehen wir mal zu Snape. Ich muss sagen, vor der Aufgabe, die jetzt kommt, hatte ich als Kind immer mega Schiss. Mega. Ich bin Professor Snape. Ich gebe Unterricht in Zaubertränken. Heute wollen wir lernen, wie man einen Mega-Power-Heiltrank mischt. Du kommst zu spät zum Zaubertrankunterricht, Potter. Das ist unentschuldbar. Selbst für eine Berühmtheit wie dich. 5 Strafpunkte für Gryffindor. Potter, geh in die Kerker und hol die Zutaten für den Zaubertrank. Hol Energiebaumrinde, Blumenlauch, Diptam und Flubberwurmschleim. Beeil dich, sonst gebe ich Gryffindor Strafpunkte. Geh jetzt und komm bloß nicht ohne die Zutaten zurück. Kleiner Funfact am Rande. Als Professor Snape uns hier, das gehört ja zum Spiel dazu, dass die Hauspunkte abgezogen werden. Und als Kind habe ich hier immer geheult, weil ich nicht wollte, dass Harry Hauspunkte abgezogen werden. Und meine Mutter hat immer gesagt, das stimmt gar nicht, das ist nur ein Spiel. Und dann habe ich ihr irgendwann gesagt, so hier, gucke, es stimmt voll und war voll traurig. Bis später. Bis dann. Ja, ich war voll traurig dann immer, dass Harry die Punkte abgezogen bekommen hat. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Oh, ja, ich gehe auch mit dir auf eine Schule. Versuch. Hör also auf, Krawall zu schlagen. Ich mach gar nichts. Viel Glück, Harry. Dankeschön. Viel Glück, Harry. Dachte, das sind noch ein paar hilfreiche Tipps. Na gut. Das muss Diptam sein. Warum bleibt Harry eigentlich mitten auf der... Jetzt wieder die Frage, warum bleibt er da überhaupt stehen? Wäre er einfach weitergelaufen, wäre er gar nicht eingestürzt. Jedenfalls wäre das dann später passiert. Zweitens, warum hat das niemand mitbekommen? Und drittens, wenn das da oben eigentlich anfing, dann wären wir ja am Ende hier rausgekommen. Einfach mal so vom logischen Denken her. Da hätten wir ja den ganzen Weg zurücklatschen müssen. Das
ist also auch nicht unbedingt Zeitersparnis hier. Flipendo. So, dann hole ich mir jetzt mal Dings hier rüber. Flipendo. Ja, wie gesagt, ich hatte hier immer übelst Angst vor früher. Aber, also das ging noch, aber dann kommt später so eine Stelle. Es kommt dann wirklich später eine Stelle, der werde ich euch auch nochmal Bescheid sagen. Da habe ich wirklich eine Zeit lang nur spielen können, weil meine Mutter da war. Also die musste das immer für mich machen. Oh, die Stelle, die ist mies. Das wird übelst aufpassen. Oh, Harry. So. Und jetzt wird's nämlich kriminell. Deswegen lasse ich die Bohnen hier an der Seite auch einfach. Oh mein Gott, Herzinfarkt. Deswegen jucken die mich jetzt auch mal kurz nicht. Scheiß Mama kurz drauf. Und ich warte jetzt auch, bis das zurückkommt. Das ist mir jetzt... Ich will nicht unbedingt meinen ersten Tod riskieren. Oh Gott, das ist auch... Gott, das krieg mal hin. Bis jetzt läuft's, die Dinger verschwinden nämlich. Ja. Oh mein Gott, jetzt wäre ich fast gesprungen. Oh. Sollte sich vielleicht auf eine Sache konzentrieren und nicht auf 10 Dinge gleichzeitig. So, das gleiche Spielchen nochmal. Geschafft. Oh nein! Es ist der blutige Baron! Und das war übrigens die Stelle, wo ich als Kind immer so Angst hatte und nicht weiterspielen konnte. Bis zu dem Tag, wo meine Mutter mal auf Arbeit war. Und ich unbedingt, also ich habe das Spiel gespielt bis zu der Stelle und ich wollte unbedingt weiterspielen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, du reiß dich jetzt zusammen, kriegst das hin. Und da konnte ich das dann selber spielen, da war ich so stolz drauf. Eigentlich komisch, wovor man als Kind Angst hat. Weil das ist eigentlich... Das ist ja nicht mal gruselig oder so, fliegt einfach nur so ein Geist rum, der für dich die Türen aufmacht und der dich halt verletzt, wenn du in den Reihen gehst. Aber trotzdem. Eigentlich komisch. Guck mal, stehen jetzt. Oh mein Gott. So, reicht jetzt auch. Da ist noch einer, aber den juckt's nicht. Danke, ich möchte ihn gerne nochmal anzaubern. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, er gibt einen Bohnen. Ich dachte gerade, das geht jetzt gar nicht mehr. Aber er gibt einen Bohnen. Oh mein Gott, dieses laute Gestöhne. Tut nicht so, ihr müsstet mich ja nicht anfallen. Ganz einfach. Dieses Geräusch. Baumrinde. Energiebaumrinde. Mal gucken. Und hier muss es nämlich drauf, damit ich mir den Stein holen kann, um den anderen Stein da wieder runterzunehmen, um den dann da reinzustellen für das, was der Stein gerade aufgemacht hat. Logikrätsel vom Feinsten. Nee, voll
So ein volles Brain sein, ey. Und an der Stelle stellt sich mir wieder mal die Frage, versuchen die Harry eigentlich umzubringen? Dann kann die nämlich wirklich... Also, na klar kann man hier runterfallen und sterben, aber... Wer baut sowas? Ich glaube, Snape hat das extra für Harry gebaut. Hat sich so gedacht, ah, wenn Harry jetzt nach Hogwarts kommt, ey... Den werde ich umbringen. Das ist endlich mein... Oh, ich dachte gerade, der springt nicht. Harry. Pass mir doch nicht so ein Herzinfarkt. Oh, wenn ich hier oben bin, bin ich immer so froh. Florwurmschleim. Könnte das sein. Da müssen wir nur noch eine Zutat finden, ha? Oder? Nee, ich glaube noch zwei, oder? Ich glaube, es ist unsere zweite, weil bei der ersten sind wir ja runtergefallen. Bin mir gerade wirklich nicht mehr sicher. Achso, okay, ich kann noch springen. Oh, jetzt muss ich mich mal ein bisschen beeilen. Oh, shit. Oh mein Gott, ich glaube, jetzt wird es gerade kriminell. Fuck, 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 fuck. Boah, ey, Glück gehabt. Warte, ich drehe mich mal um, ich drehe mich mal um. Boah. Eine Sekunde später. Und das wär's gewesen. Na gut. Ich hatte gerade schon vergessen, die Kiste aufzumachen. Da wäre ich jetzt aber nicht nochmal zurückgerannt. Sag ich doch, Flubberwurmschleim. Flubberwurmschleim, Schleim. Früher mal gedacht, ich kann auch ohne das Ding anzuzaubern darüber, aber war dann doch ein bisschen zu weit immer entfernt. Boah, bin ich froh, dass hier ein Speicherbuch ist. Einfach aus dem Grund. Keine Ahnung, ich hätte jetzt nicht nochmal Lust, das alles zu machen. Unser Freund, der blutige Baron. Ich muss aufpassen, dass ich nicht wirklich noch in den Reihen renne. Dankeschön. Dies, meine Damen und Herren, ist das Ende übrigens. Da kommen wir gleich wieder raus. Aber ich muss ja mal gerade aufpassen, weil ich glaube, der schwenkt in meine Richtung. Bin mir da gerade nicht so sicher. Der macht nämlich hier so einen Bogen hin. Ja, da wäre nämlich voll mich reingeflogen. Vor allem, wie die Kamera mit runtergeht, wenn die Tür runtergeht. Oder das Tor eher gesagt. So. Guck mal, was da oben ist. Du da. Na gut, wir warten, bis wir da sind. Die wollen es aber echt von uns wissen, ne? Immer dieser kurze Herzinfarkt-Moment, wenn man denkt, man fliegt runter. Boah, ne Mist, ich würde mich hier keinen Millimeter bewegen. Ich könnte nicht mal so weit springen. Ich meine, guckt euch das mal an. Mein gut, wenn man hier so weit oben ist, ja gut, aber so wäre ich da nicht hochgekommen. Ich hätte voll Angst, dass ich da runterfall. Trifft sich super, dass der ausgerechnet jetzt rausgeht. Tada! Aber dieses, wenn es so dunkel ist die ganze Zeit, dann kommst du in sowas Helles und deine Augen sich immer so dran gewöhnen müssen. Also es geht, ich habe hier eh noch eine Lampe an im Zimmer, aber weiß nicht, manchmal ist es auch zu hell. Dankeschön. Warte, ich will mit raus, ich will mit raus. Scheiße, jetzt müssen wir warten. Egal.
paar Sekündchen mehr oder weniger kommt jetzt auch nicht mehr an. Duda, Duda, Day. Ob ich da was so rüberkomme? Oh. Natürlich nicht. Hätte ja klappen können. Flipendo. 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 Wieso? Ey, vor allem ist es jetzt einfach schon wieder fast der November vorbei. Heute ist der 20. November. November. Und ja, ne? Das muss Diptam sein. Ist schon wieder Weihnachten, ne? Mal wieder zu spät, fauler Bengel. Ich werde dir 3 Strafpunkte geben. Vielleicht ist dir das ja eine Lehre. Na toll. Wie ich sehe, hast du ein paar Sterne gesammelt. Doch leider haben sie in meinem Klassenraum keinen Wert. Ich habe die Stunde ohne dich abgeschlossen, Potter. Die anderen Schüler sind schon auf dem Weg zur Halloween-Feier. Lauf ihnen nach, wenn du meinst, du musst. Ich hab wenigstens Freunde. Im Gegensatz zu dir. Harry, ein großer Troll treibt hier sein Unwesen. Er hat Hermine in die Mädchentoilette gedrängt. Sie braucht unsere Hilfe. Wir müssen sofort versuchen, sie zu... Das machen wir doch. Ist voll der Spanner-Troll. Ist hier eigentlich noch was? Warte, Ron, ich folge dir sofort. Ich will bloß gucken, ob hier noch irgendwas Krasses ist. Über diesen Vasen. Okay, das ist immer ein Spiegel, in dem man nichts machen kann. Ich bin nämlich immer sofort hinterhergerannt, deswegen weiß ich nicht, ob da jetzt irgendwas noch ist. Das sieht aus, als ob, aber ist nicht. Na gut. Haha, ich bin mal vor Wunder. Gleich erscheint er wie aus Zauberhand. Oh, das ist mies, das ist richtig mies. Hoffentlich kriege ich das hin. Du musst eigentlich die ganze Zeit muss man nur dem Boden folgen, aber ich bin ja trotzdem mal sehr oft gestorben früher. Harry, wonach riecht es hier? Boah, vor dem Fiat Schwung, immer übelst Schiss, ey. Das ist halt ein Troll, vor dem man wirklich Angst hat. Also, der ist wirklich sehr furchteinflößend. Ich glaube, das musste meine Mutter auch immer für mich spielen. Häng doch nicht so. Wir müssen uns hier wirklich beeilen, der kann uns nämlich Oh, Harry. Herzinfarkt. Er kann uns nämlich wirklich umbringen. Vor allem, stell dich mal vor, ihr müsst richtig dringend aufs Klo. Und ihr müsst erst... Nein, mein erster Tod! Aber ich habe 500 Bohnen gesammelt, alles gut. Nein, aber stell dich mal vor, ihr müsst auf Toilette, ne? Und ihr müsst durch so einen Korridor, der... Weiß ich nicht, wie lang ist, so 5 Kilometer oder so. Und der komplett kaputt ist und alles, durch den ihr erstmal drüber springen müsst. Und aufpassen müsst, dass ihr nicht sterbt. Aber das ist kacke, dass ich jetzt gestorben bin. Ich hätte die Hoffnung, dass ich das vielleicht schaffe, ohne zu sterben. Let's Play, aber naja, gut. Ist ja egal. Kann man jetzt eh nicht mehr ändern. Ich dachte nur, Harry springt. Ich kriege mal einen Herzinfarkt, weil der da nicht springt, wenn er die Treppe runtergeht. Mir fällt gerade auf, dass wir übrigens die Bohnen nochmal sammeln müssen. Ich dafür behalten die wenigstens. Muss ja wirklich direkt, wirklich komplett dem Boden folgen. Dann passiert ja auch nichts. Aber als ich das mitbekommen hatte, war es auch immer Weihnachten. Guck dich das doch mal. Harry, spring doch! Hä, was ist das denn jetzt? Harry! Oh, du Trottel! Oh mein Gott! Harry, wonach riecht es hier? Mensch, Harry hat gefurzt. Lass mal springen. Wieso rennt Ron? Wie kann Ron so schnell eigentlich rennen? Wie ist das möglich? So, ey, komm jetzt. Alle Versuche sind, alle guten Dinge sind 3. Wir schaffen das jetzt. Es ist halt,
Vor der Stelle habe ich jetzt auch gerade irgendwie Angst gehabt, weil ich habe mir sowieso schon gedacht, der springt da bestimmt nicht, weil Harry bleibt dann nämlich gerne mal an dieser Kante hängen. Aber er hätte es noch schaffen können. Hä? Was war das denn jetzt für ein super Jump? Ey, ich war das nicht, ne? Was für ein Bug, ey. Harry, wonach riecht es hier? Ey, da spielt Harry Potter erstmal Mario, ey. Klubs geht los. Du bist in der falschen Welt. So, alle guten Dinge sind 4. Oh, jetzt bleibt er auch noch stehen. Konzentriere mich erstmal ein bisschen, um auch so Mist zu lauern. Wehe, du machst jetzt wieder diesen Superjump, ey. Dein Glück. Aber eigentlich müsste der voll diesen Pfeiler kaputt machen. So, jetzt spring bitte. Dankeschön. Oh nein, ich stelle das auch kacke. Und diese ganzen Tiere hier, Alter, wie creepy ist das eigentlich? Alles klar, Harry ist voller. Es ist wirklich ein Magier, der rennt einfach da lang. Weißt du, wie gruselig ist das? Du gehst aufs Klo und dann sind diese gruseligen Gestalten wie in so einem übelsten creepy Museum, ey. Vor allem, die sind auch schlau. Ron erzählt uns, dass der Hermine aufs Mädchenklo jagt. Und sperren den im Mädchenklo ein. Er berührt mich gar nicht, aber er verletzt mich mit seiner Hässlichkeit. Alles klar. Wir werden durch seine Hässlichkeit verletzt. Jetzt chill doch mal, wenn er nichts wirft, kann ich auch nicht zaubern. Ich stelle mich halt wirklich am besten so weit drüber, weil auch wenn ich mich hier hinstelle, der wirft das mehr auf Ron als auf mich. Oder? Oh, ich dachte, schießt es mehr auf mich. Na gut. Stehen bleiben, ne? Aber hier sieht er, jetzt geht es nämlich mehr auf Ron, deswegen bleibe ich nämlich lieber hier drüben stehen. Und dann schießt er das nämlich immer hier rüber und wenn er mal auf One schießen wollen würde, könnte er das nämlich auch gleich abfangen. Ron, mach mal ein bisschen hin. Ich würde sagen noch einmal, dann ist er finite. Ja, noch immer. Na komm, jetzt letztes Mal. Nochmal, na gut. Aber jetzt los. Ich mich verarschen wollen. Jetzt hau ihm das Ding aber auf den Schädel. Jetzt war das letzte Mal. Hermine. Ih, Trollpopel. Danke, dass du mich gerettet hast. Hast du ihn kalt gemacht? Wir haben auch geholfen. Wir kriegen kein Danke zu hören. Los, wir verschwinden von hier. Kleinen Troll aufwecken und Hermine an den verfüttern. Oh, wir dürfen wieder Quidditch spielen. Erschöpft von ihrer Begegnung mit dem Troll, gingen Harry, Ron und Hermine zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum zurück und diskutierten über die seltsamen Vorkommnisse in Hogwarts. Harry vermutete, dass jemand den Troll reingelassen habe, um alle in der Schule abzulenken und somit unbemerkt in den verbotenen Korridor zu gelangen. Sie hatten jedoch nicht mehr besonders viel Zeit, darüber nachzudenken. Besonders Harry war sehr beschäftigt, da er sich auf sein Quidditch-Spiel gegen Ravenclaw vorbereiten musste. Oh, willkommen beim Quidditch. Ich heiße Lee Jordan und bin der Kommentator. Gryffindor spielt gegen Ravenclaw. Interesting. Lass uns mit dem Quidditch-Spiel beginnen. So. Guck mal, ob das wieder so ein schnelles Spiel wird. Das
Stehst du auf mich, oder was? Dann können wir uns gerne zu einem Date verabreden. Haha, das ging echt wieder schnell. Maximale Punktzahl für Gryffindor. Gryffindor gewinnt erneut. Danke, danke. Es war Quidditch mit Lee Jordan. Dank Harrys ausgezeichneten Fähigkeiten als Sucher gewann Gryffindor das Quidditch-Spiel gegen Ravenclaw. Harry, Ron und Hermine verbrachten einen großen Teil ihrer Freizeit in Hagrids Hütte und versuchten ihn davon zu überzeugen, dass er Norbert, seinen heißgeliebten Drachen, nicht behalten könne. Schließlich, nachdem die drei lange auf ihn eingeredet hatten, gelang es ihnen, Hagrid zu überzeugen. Harry packte das unerwartete Weihnachtsgeschenk aus. Etwas Weiches, Silbernes glitt hinaus. Es ist ein Tarnumhang, rief Ron. Davon gibt es nur ganz wenige. Bei dem Umhang lag eine Notiz. Dein Vater hat mir diesen Tarnumhang zur Aufbewahrung überreicht, las Harry. Gebrauche ihn klug. Fröhliche Weihnachten. Harry probierte den Umhang an. Und dann halfen ihm Ron und Hermine bei den Vorbereitungen für den Aufstieg zum Thron. Sei vorsichtig, Harry, sagte Hermine. Wenn du einen Zauber verwendest, bist du nicht mehr unsichtbar. Filch könnte dich dann erwischen.